Oh. Detektiv? Ach so, Bettknorr. Ja, klar. Ja, Treffen muss gelernt sein. Ach, stell dich nicht mal so an, Bettknorr. Jetzt darf ich bestimmt hier weitergehen. Einfach hier aufs Geländer ganz locker balancieren und jetzt aufs nächste Geländer. Boah, das war fail. Ich bin wirklich in die Lava reingesprungen. Dumme kleine Fledermaus. Boah. Wer soll dich jetzt noch retten? Wiederholen. Ich glaube, ohne einen einzigen Tod wäre ich eh nicht durchgekommen. Boah, ich hab falsche Taste gedrückt. Hui. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie runterkühlen. Sieht aber auch ganz schön angeschlagen aus. Da hat der Two-Face uns angeschossen. Und hier sind Nieten. Oder ein Kerl. So. Okay, das bedeutet wohl, dass man hier sprengen kann. Und zack. Oh. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Ich weiß nicht, Mann. Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Da oben ist die Ärztin. Hätte es nicht mehr anstrengend sein. Ah! Klatsch. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Tschüss, da, Mama. Mr. Hammer. Komm, Mr. J. Okay, okay, dann geht's einfach mal weiter. Durch die Gänge kriechen. Helft mir! Wow, der eine hat mich geklaut. Halt! Planänderung. Bringt sie in die Schmelzkammer. Mr. Jay will, dass sie ruhig etwas länger leidet. Also gut, raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Zum Schneemann. Dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Ach so, Mr. Freeze meinen die. Okay, und jetzt muss ich hier warten. Jetzt bleiben nämlich noch ein paar Pfosten hier. Und die muss ich irgendwie ausschalten. Das, ich denke mal, es geht von wem hat Harley gesprochen? Leise. Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Komme ich jetzt hier raus? Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen.
Und kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Mysterium, ja, mysterium. Als ob der normal aussah. Ja, ja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman, mehr nicht. Ja, und wie komme ich jetzt hier raus? Das wäre schon toll, wenn ich das wissen würde. Wir knallen also jeden ab, der durch die Tür also kommt, ohne einen weiter? Über 2 Meter großen Schneemann dabei zu haben. Oh Mann, ich glaube, hier geht's weiter. Jo. Aua. Oder da kommen wir doch her. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wir sollten lieber tun, was sie sagt, okay? Ah, hier unten. Nee, hier waren wir doch auch schon. Ich bin heute aber auch echt total verwirrt. Das wird ein Kinderspiel. Hier geht's weiter, Batman meine ich. Stirbt, gehört jo. Uns die Stadt. Oha. Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. X antippen, Detektiven. Okay, jetzt machen wir den schnellen Batarang-Wurf. Gut, jetzt können wir da lang. Ich kann nicht glauben, dass Harry Batman wirklich umgelegt hat. Hier hoch. Wenn er sich da hinten umdreht. Ja Batman! Oh, es ist Mann. Batman! Das ist mit der Rauchbombe. So. Was zum Teufel? Er hat mich mit der Kiste abgeworfen. Und ich habe verdammt wenig Leben. Okay, nicht verdammt, aber relativ wenig. Zu früh. Wegen den kritischen Treffer. Wow! Wenn das mal kein Sprung war. Du wirst hier sterben! Wie weit der mal springen kann! Wie nervig manchmal diese Kämpfe sind, weil die so viel aushalten. Au! Oh mein Gott, ein Schlag und sind tot. Bin ich mit dir fertig, erkenne ich deine Mutter nicht wieder. Oh Mann. Da haben sie uns erwischt. Und das alles wegen dem Einkisten. Ich wusste es. Du bist nichts als eine halbe Portion. Wegen dem Einkistenwurf. Wiederholen. Einmal machen wir es noch. So, jetzt gehen wir ganz easy durch. Ich glaube, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Dreck mit der Rauchbombe. Na, geht Dreck, geht nicht Dreck. Es ist Batman! So, diesmal ist nicht mit, ist nichts mit Kisten. Ich hab's noch nicht ganz verstanden, wie es mit einem kritischen Treffer geht. Oha. Du wirst hier sterben. Ich drücke halt einfach die ganze Zeit linke Maustaste durch, weil und dann verfehle ich immer diesen kritischen Treffer. So, zack. Und das ist wieder ein Finish. So. Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Ja. Egal, du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen? Was meint sie genau mit verbrennen? Und das werden wir im nächsten Part sehen. Alfred, ich habe den Joker gefunden.
Tut mir leid, dass ich Sie unterbrechen muss, Batman, aber... Sicher eine Lösung, mein Sir. Ach komm, ich lasse Sie noch selber. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche Sie und kümmere mich dann um den Joker. Jo, und das machen wir im nächsten Part. Ciao.